Die Aufnahmespur in diesem Part ist leider verloren gegangen. Bitte hört diesen Part einfach als Podcast. Schaut irgendwas anderes, geht auf irgendwelche anderen Seiten und lasst mich einfach ein bisschen im Hintergrund laufen. Es ist eine wirklich emotionale Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Diamant. Wir befinden uns gerade in der Stärkegrotte. Und hier wartet... Ist das Self? Ich glaube schon. Hier wartet Self auf uns, das zweite der drei legendären Pokémon. Und ich habe jetzt vielleicht eine Message für euch, die euch jetzt vielleicht nicht so erfreuen wird. Nämlich ganz einfach der Fakt, dass das Projekt mit dem heutigen Part enden wird. Ich möchte im Laufe des Parts darauf eingehen. Und ich hoffe, danach kann mich jeder verstehen. Es ist eigentlich ein relativ simpler Grund. Jetzt warte ich aber erstmal, bis wir gespeichert haben und Kyun angesprochen haben. Und jetzt hier die nice Mucke haben. Ich drehe gleich mal mein Headset lauter. Okay, komm, warte. Moment, gleich kommt sie. Die habe ich mir gestern auf YouTube angehört. Ich liebe sie. Ich finde die so geil. Und es ist tatsächlich Self. Self stellt sich uns heute als letztes Pokémon in den Weg. Und er hat wahrscheinlich dieselben Attacken wie Tobots. Würde ich jetzt mal schätzen. Und ich finde schön, dass es schon mal pennt. Ja, dann können wir uns hier direkt mal abchecken, wie viel Damage wir mit Psychokinese machen. Wie viel wir mit Gyroball machen, wissen wir noch aus dem letzten Part. Ja, die traurige Nachricht ist, ihr seht es vermutlich im Titel, ganz am Ende, in den eckigen Klammern. Da steht Ende. Ich werde das Projekt mit dem heutigen Part beenden. Zum einen, weil ich... Ja, das ist eher so ein Zufallsding. Aber ich finde, 70 ist eine ganz schöne Zahl. Ich kann sagen, yo, 70 Parts Pokémon, damit kann man leben. Nein, der ganz einfache Grund ist, und das gebe ich halt auch ganz offen und ehrlich zu, es macht mir, es ist eine reine Spaßsache. Ich habe nie gesagt, dass ich so 100% zock und euch alles zeige und noch jeden Cheatcode einsetze. Und ich muss sagen, so ein bisschen schwindet einfach die Motivation auf dieses Projekt. Ich fühle mich... Oh, jetzt kommt der mit Gena. Really? Jetzt muss ich mein Pokémon auch noch wechseln. Ich fühle mich einfach nicht mehr so motiviert, dieses Projekt wirklich noch lange weiterzumachen und euch noch die Kampfzone zu zeigen und euch mit Cheatcodes noch die ganzen anderen legendären Pokémon. Ich finde, sowas gehört dann eher in die Spezialedition. Das heißt, in Platin. Dass ich euch da alles zeige. Ich finde, diese beiden Unteditionen, Diamant und Perl, finde ich, kann man zocken, aber in diesen Spezialeditionen, wie bei Pokémon und wie bei Diamant und Perl eben Platin oder bei Rubin und Saphir dann Smaragd und ich hoffe bald bei X und Y dann mit Z. Ich finde, da gehört dann wirklich dieses jedes Pokémon fangen und so weiter, alles zeigen rein. Aber in diese Untereditionen finde ich, habe ich persönlich nicht so die Motivation, da wirklich einen Riesenaufwand reinzustecken. Weil wenn ich jetzt hier einen Riesenaufwand reinstecke, dann nehme ich mir auch so ein bisschen, die Possibility... Jetzt fange ich wieder mit meinen englischen Begriffen an, der Informatiker in mir kommt schon wieder raus. Nehme ich mir halt so die Möglichkeit, dann in den Spezialeditionen so das Gesamte zu zeigen. Weil die Spezialeditionen fassen ja immer so beide Editionen zusammen und... packen sozusagen die geilsten Sachen von beiden da rein und vereinen die dann zu einer Ultra-Edition. Ja, ich weiß, das ist jetzt wirklich sehr hoch gepusht von mir, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. Und ich finde, es wird einfach Zeit. Der Champ-Kampf war wirklich der Höhepunkt dieses Projekts, auf den ich einfach unglaublich stolz bin, wie der verlaufen ist. Also, ich hätte mir die Pokémon-Liga nicht besser wünschen können. Die war wirklich einfach nur sehr, sehr geil und sie kam auch bei euch sehr gut an und das war einfach der Höhepunkt dieses Projekts. Das war einfach der Höhepunkt. Alles hat sich auf diesen Champ, dieses ganze Projekt hat sich mit den ganzen Themen aber immer auf diesen Champ-Kampf zugespitzt und das war wirklich der Höhepunkt. Es war eine unfassbare Poké-Liga, die ich da hingelegt habe. Und ich finde, all das, was jetzt noch danach kommt, das ist einfach... Das passt nicht mehr rein. Das klingt so scheiße. Ich gebe es zu, aber ich... Es kann mich nicht mehr flashen. Und wenn mir die Lust an so einem Projekt fehlt, dann habe ich da auch ehrlich gesagt wenig Bock, das weiterzumachen. Da kommt dann wieder dieses
ja, ich bin der Standard-Let's Player. Nein, was heißt Standard-Let's Player? Der Let's Player von früher. Ich sag halt wirklich einfach, hey Leute, es ist, ich persönlich habe keinen Spaß mehr dran. Und warum sollte ich mich jetzt durch diese After-Story quälen, wenn ihr sie sowieso in, wenn ich sowieso in Platin sozusagen, die, wie soll ich das sagen, meine volle Motivation reinstecken will. Und eben in diese Spezialedition, auch Saphir und Rubin werde ich jetzt nicht bis ins letzte Detail zocken, weil mir dann sozusagen die Möglichkeiten fehlen, die Spezialedition zu pushen, ja. Ich hoffe, das versteht ihr. Und deswegen ist das jetzt heute der letzte Part. Ich habe, glaube ich, im Champkampf in den Credits schon alles gesagt, was man dazu sagen sollte. Nein! Ich dachte, es bleibt drin. Es war, es haben auch viele gesagt, eines ihrer besten Pokémon-Projekte, was sie je gesehen haben, was mich unglaublich stolz macht. Und auch viele waren von Anfang an dabei und viele haben gesagt, dass das auch mein bestes Projekt bisher war. Da muss ich wirklich fast zustimmen, also was ich da an Aufwand und Zeit und Energie reingesteckt habe, war es wirklich das aufwendigste Projekt. Und es wird einfach Zeit, dass es zu einem Ende kommt. Es ist die Ära Pokémon Diamant hat mit dem Champ-Kampf aufgehört. Das ist so. Und das sehe jetzt vielleicht nur ich so. Und ihr seht jetzt vielleicht ganz anders und sagt, oh mein Gott, die Afterstory ist der niceste Shit. Und ich würde die so gern sehen. Die Leute muss ich leider enttäuschen. Da müsst ihr dann warten, bis Diamant losgeht. What the fuck, bis Diamant losgeht? Wahrscheinlich bis Platin losgeht. Ich bin gehypt auf Zelda und ich möchte jetzt weiter Zelda aufnehmen und mich eigentlich, ja, es ist schon wirklich fast rumquälen. Ich möchte mich mit diesem Projekt nicht mehr weiter rumquälen. Der Champ-Kampf war für mich der beste Abschluss, den ich machen konnte. Und jetzt einfach noch hier zwei legendäre Pokémon hinterhergepackt, finde ich jetzt auch noch wirklich voll in Ordnung. Und ja, ich habe jetzt wirklich wenig Lust, das Vesprit noch zu fangen. Den muss ich jetzt, das ist ja so ein flüchtendes Pokémon. Da müsste ich jetzt noch einen Golbat fangen und damit Horrorblick sozusagen das Vesprit vor dem Flüchten aufhalten. Und dann müsste ich noch die ganzen Trainer in der Kampfzone oder was da noch alles kommt besiegen. Aber nee, das ist, ich habe da halt, ich bin nicht gehypt darauf. Und ich habe es selbst gefangen. Geil, ich hätte wirklich gedacht, dass ich sie noch ewig brauche. Aber ich will es euch natürlich nicht komplett vorenthalten. Deswegen mache ich ja noch diesen Part. Ich hätte auch einfach auf Twitter schreiben können, yo, Leute, Projekt ist aus. Passt. Wir haben noch das Wissen der Wesen gefangen. Es soll Erinnerung derer löschen, dem in die Augen sehen. Deswegen hat er wahrscheinlich auch die ganze Zeit die Augen zu. Aber es sieht sehr episch aus, finde ich. Ich finde seine, was ist das, Haare oder halt dieses Gelbe. Es sah sehr, sehr episch aus. Und das sieht aus wie ein Splatoon-Fisch. Tintenfisch. Ich möchte in diesem Part euch natürlich noch zeigen, was man mit dem Schiff machen kann, wo man da hinfahren kann. Aber es würde, das Projekt würde sich noch mindestens 5 Parts ziehen. Und ich möchte, und 5 Parts sind in Pokémon umgerechnet, weil Pokémon kommt ja nur jeden zweiten Tag. Das sind noch fast 2 Wochen. Ich würde 2 Wochen lang auf Zelda warten müssen, was ich so unbedingt spielen will. Und da, das ist wie, als ob ich mir selber Steine in den Weg werfen will, würde. Und das finde ich halt nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen habe ich eben den Entschluss gefasst, mit dem heutigen Part, mit dem 70. Part, euch mit Pokémon Diamant zu verlassen. Ich wiederhole mich nochmal aus dem Champ-Part. Danke, danke für alles. Ich weiß, es klingt jetzt schon wie ein Abschluss, aber ich werde auf jeden Fall noch hier noch einen 20-Minuten-Part hinmachen. Ich wollte euch jetzt hier nicht so einen 9-Minuten-Part hinrotzen und dann sagen, sorry, das war's. Servus. Nein, ich gebe euch hier natürlich noch einen guten Part und werde hier euch einfach noch ein bisschen was zeigen. Also ihr wisst schon, wie man diese 3 legendären Pokémon jetzt fängt. Es gibt noch viele, viele, Moment mal, ah, hier ist das Chef, da, mit dem kann ich fahren, oder? Ja, was gibt's euch, dich zu Duell zu bringen? Ja, bitte. Also gut, wir lichten den Anker. Und jetzt können wir eben mit diesem Schiff zur Duellzone cruisen. Alter, das Schiff geht voll ab. Und wir sind da. Oh, hey Hübi, wo warst du so lange? Das macht 100 Millionen Pokédollar Strafe. Alter, richtig lustiger Witz, Mann. Ich hab richtig gelacht. Hör zu, ich werde der größte Trainer überhaupt. Ich bin Champ, Mann. Was willst du von mir? Und deshalb bin ich hier. Ich muss noch härter werden. Meine Pokémon auch. Tut mir echt leid, aber das konnte ich nicht überhören. Der größte Trainer überhaupt?
Ihr redet von mir. Was? Wo ich das weiß? Nun, weil man damit nur mich meinen kann. Als Beweis gehe ich jetzt in den Vulkan hinein. Du guckst so komisch. Du weißt wirklich von nichts, oder? Also gut, ich erzähle es dir. Das ist die Duellzone, okay? Am anderen Ende davon befindet sich der Vulkan. Und tief im Vulkan liegt ein Schatz verborgen. Na und? Ist doch lappenhaft, Alter. Wenn ich den Schatz zuerst finde, macht das mich dann zum größten Trainer? So mach ich's, Hübi. Hör auch du gut zu, Fremder. Ich kralle mit dem Schatz als Erster. Aber vorher gehe ich zum Duellturm. Man sieht sich. Dieser Typ, Alter. Der hat doch von Hummeln... Der hat doch Hummeln im Hintern, oder? Egal, ich bin Avenaro. Diese Niete schlägt mich niemals. Und du kennst dich im Trainer-Dingsbums gut aus, oder? Ach, du bist der Champ. Aha, okay. Erkennt man gar nicht. Sieht immer noch so aus wie davor. Hast nicht jetzt irgendwie einen Orden oder so. Es hat sich auch gar nicht in den Sinn rumgesprochen, dass du jetzt Champ bist. Du hättest den Typen lieber suchen und ihm sagen, er soll den Vulkan ja nicht unterschätzen, okay? Weißt du was? Na, vielleicht solltest du auch erst dich im Duellturm in Form bringen. Ich glaube nicht, dass du sonst den Vulkan lange durchhältst. Yo, hau rein, Bruder. Okay, also hier sind wirklich die arrogantesten Trainer unterwegs. Und hier würden jetzt halt einfach noch unglaublich viele Kämpfe auf uns warten, ne? Und auch nochmal richtig schwere Kämpfe, aber... Nee, Freunde, nee. 70 Parts Pokémon laugen ein bisschen aus. Ich brauche jetzt erstmal wieder eine kurze Zeit Abstand von Pokémon, bevor ich mich dann irgendwann wieder in ein neues Projekt stürzen kann. Oh, hier komme ich nicht durch, alles klar. Will der kämpfen? Nein, auch nicht. Ach so, hier haben wir nochmal, da oben wären Bären. Ich zeige es euch jetzt einfach mal ein bisschen, was hier noch auf euch warten würde. Hallo? Wer bist du denn? Mein Mann war einer der ersten Exzentriker hier in der Duellzone. Ja, ich war es auch. Okay, alte Oma, du siehst aus, als ob du bald von uns gehst. Da wäre sogar noch ein Pokémon-Center gewesen, ja, noch ein Pokémon-Supermarkt. Aber jetzt laufen wir noch ein bisschen hier in der Duellzone rum. Willkommen. Nein, das ist ja nicht mehr so ein alter Oma. Willkommen im Duellpark. Bis zum ersten Mal, Alter. Hier entlang, okay? Da ein erster Besuch ist, musst du nur deine Punktekarte ausstellen lassen. Die Punktekarte wird nur im Duellpark gebraucht. Hier hast du eine. Geschenkt gratis aufs Haus. Okay. An der Rezeption gleich hier neben ihr fährst du mehr über die Punktekarte. Von mir kannst du Informationen über die Einrichtung bekommen. An der Rezeption gegenüber werden dir die Regeln erklärt. Hau rein, Bruder. Ja, die Regeln sind mir scheißegal. Los geht's. Wir sind im Duellpark, Freunde. Und ich bin voll underlevelt, wie in der Pokémon-Liga. Und da ist ein Item, das will ich haben. Scharfzahn. Was auch immer das bringt. Interessiert mich jetzt mal. Man muss ja sein Pokémon-Wissen immer ein bisschen erweitern. Oh, stopp, hier bin ich in der falschen Tasche. Hier. Ein Item verursacht der Träger Schaden, erschrickt der Gegner eventuell. Oh, das ist doch toll. Das ist doch toll. Aber ich habe irgendwie, ich glaube, das brauchen wir einfach nicht so wirklich. Kämpfen wir noch ein bisschen. Oh. Der will gar nicht kämpfen. Okay. Was ist das hier? Tauschecke. Items im Überfluss. Okay. Will ich da hin? Oh, wer ist das denn? BAM! Was zum... Hoppla, tut mir leid, ich war in Eile. Oh, Moment mal. Bist du nicht Hybias Zweiblattdorf? Genau. Mann, all die Erinnerungen. Wenn du hier bist... Ist der bestimmt nicht weit. Das ist bestimmt witzig, man sieht sich. BAM! Was zum? Oh, hi, Hübi. Bist du auf den Duellturm gekommen? Was? Wollte mich mal testen, bevor ich zum Karlberg aufbreche. Du, dieser Typ, mit dem du gerade gequatscht hast. Ja, egal. Ich pack schon. Den habe ich übelst im Visier, Mann. Den bumse ich weg. Da geht's zum Duellturm, da will ich aber eigentlich nicht hin. Wo geht's denn hier Richtung Vulkan? Ich will zum Vulkan. Ah, ist das hier der Duellturm? Ja, die Trainerelite unter sich. Ja, alles klar. Ich habe ehrlich gesagt nicht so Bock, mit der Trainerelite abzuhängen. Ich will direkt zum Vulkan. Geht das hier irgendwo? Oder bin ich zu übermotiviert? Ich glaube, ich muss ich durch den Duellturm? Befragen wir mal unsere Karte. Die weiß da vielleicht mehr. Da oben ist das Überlebensareal und das ist Erholungsgebiet und da ist der Karlberg. Ja, tatsächlich, ich muss da, glaube ich, durch. Vielleicht kann ich durch den Duellturm einfach durchlaufen. Geht das? Irgendwie? Ich werde den Duellturm mal betreten. Und hier gibt es einfach nur miese Kämpfe und so, aber... Ach du Scheiße, was ist das für komische Musik?
Entschuldigung, aber hast du einen Moment Zeit? Kannst du mir beschreiben, wie es ist, wenn man kurz vor einem Kampf im Duell steht? Und wie ist das, wenn du den Kampf verlierst? Gewinnst du oder gar die Nummer 1 wirst? Ich sag nix. Ja, das ist ja anders überlegt, du Arsch. Ah, ich hab eigentlich echt wenig Lust, da komm, stell mich einfach mal an. Hallo, ich begleite dich. Was, Multikampf? Was ist das? Im Multikampf, mit Multikampf an einem Multikampf teilnehmen können, musst du mit einem Trainer im Turm ein Team bilden. Jeder von euch gibt mir 2 Pokémon in den Kampf. Oh, komm, das machen wir doch mal, oder? Alles klar. Ja, ist okay. Ja, komm, auf geht's. Nein. Die teilnehmen sollen. Komm, Mike. Du warst in der Pokémon-Liga richtig krass. Und einfach Lasse. Aufgrund seiner Treue. Ja, oh nee, stopp. Wenn wir das, Mike war auch schon lange dabei. Ja, komm. Lasse und Mike, komm, ihr beide. Könnt ihr mal ein bisschen den Abschluss des Projekts bilden. Mal gucken, wie ihr euch so schlagt. Ihr beide. Seid die letzten Pokémon, die hier in Pokémon Diamant einen Auftritt bekommen. An alle anderen 4, die wir jetzt nicht mehr im Pokémon im Projekt noch sehen. Danke, ihr wart großartig. Ihr wart ein richtig cooles Team. Ich zeig dir die Team-Launch. Und jetzt werde ich mit diesen 2 hier in den Sonnenuntergang reiten. So ungefähr. Aber ich merke gerade, ich habe kaum noch Zeit. Nice. Ich habe kaum noch Zeit für den Part. Weil ich bald ins Handballtraining muss, Freunde. Okay, ich such meinen Partner aus. Da unten ist eine hübsche Frau. Die würde ich gern haben. Mein Psyana und mein Milotic. Oh, das sind coole Pokémon. Ja, auf geht's. Na dann, breche ich auch auf. Danke, auf geht's, schnell nach oben. Ja, schnell nach oben. Ich muss noch ein Handballtraining rasieren. Aber ein paar Minuten habe ich noch. Mal gucken, wie das hier läuft. Oh, da kommen jetzt beide. Und wir gehen gemeinsam in den Kampf. Krieg ich einen Bussi von dir? Gegen die beiden. Ich fange an und trainiere alle möglichen Pokémon. Du wirkst schlechtlich, meine Chancen stehen nicht schlecht. Ja, nur Beleidigung haben sie am Start. Nur Beleidigung. Auf was für einem Level bewegen wir uns hier denn? Ledian und Voltoball, okay. Interessant. Psyana, geiler Scheiß. Psyana und Mike, ihr seid ein massives Team. Und ich glaube, ich hau direkt einfach mal eine Steinkante auf Voltoball raus. Das sollte doch sehr effektiv sein. Okay, sie setzt erstmal den Reflektor ein. Das finde ich eine schöne Sache. Und er haut die Steinkante raus. Und was? Stein ist gegen Elektro nicht sehr effektiv. Okay, das habe ich nicht gewusst. Oh, und es reicht nicht ganz. Oh, es reicht nicht ganz. So ein Mist. Ledian erhöht seine Init, oder? Ja. Ich kenne die ganzen Attacken, Freunde. Und der kommt mit Lichtschild. Okay. Höchst interessant. Soll ich? Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal mit einer Drachenklaue ankommen und Voltoball einfach mal vernichten. Oh, jetzt kommt auch mit Schwertanz. Das pusht sich richtig hoch. Verdammt! Wir sollten dieses Ledian so schnell wie möglich ausrotten. Okay, Psyana haut einen Spukball raus. Dann geht die Drachenklaue jetzt auf Ledian. Mal gucken, wie viel Damage wir damit anrichten können. Und mir fällt gerade ein, warum habe ich denn die Steinkante nicht auf Ledian gemacht? Na, egal. Drachenklaue kann diesen Ledian bestimmt auch einigen Damage machen, weil Mike einfach ein Angriffsbiest ist. Oh yeah, Mike, du Tier. Haha, sehr cool. Okay, jetzt kommt er mit Surprise. Und was noch? Oh, das sieht schon cool aus, kann man nichts sagen. Das sieht schon chillig aus. Und Slimer, also dieser andere Typ ist echt ein kleiner Lappen. Auch ich werde nochmal mein Pokémon wechseln, um Lasse den letzten Auftritt in diesem Projekt zu lassen. Er wird einfach meinen Sturzflug auf Zerpeise raushauen. Und ich hoffe, dass Psyana kommt mit dem Slimer klar. Ich meine, Slimer ist ja Gift, da sollte Psycho doch sehr effektiv sein, oder nicht? Und jetzt haut es einen Seher raus. Mal gucken, ob der Kampf überhaupt noch so lange dauert. Und so, Lasse, du bist doch so ein Init-Monster, oder? Oh, Blutsauger tut Psyana sehr weh, aber okay, der Damage hätte ich in Grenzen. Blutsauger ist halt auch nicht die stärkste Attacke. Komprimator. Taugt mir auch nicht so. Ich hasse Fluchtwertsteigerung. Aber jetzt kommen wir erstmal mit einem Sturzflug auf Zerpeise. Und der Spukball geht auf. Auch auf. Na,
Verdammt, hätte ich mir lieber auf Slimer gewünscht. Naja, egal. Sturzflug! Huah! Lasse mal, Alter. Lasse war in der Pokémon-Liga schon ein ziemliches Viech. Da kann man nichts sagen. Er kriegt jetzt auch selber ein bisschen Damage, aber hält sich in Grenzen. Und jetzt wird's... Ja, es ist ein bisschen lappenhaft. Aber Slimer, der letzte Gegner dieses Projekts. Ich fange jetzt schon mal mit der Verabschiedung an. Leute. Danke. Ein Halbjahresprojekt geht zu Ende. Ja, dieses Projekt lief wirklich ein halbes Jahr. Und der Hype war am Anfang groß. Und ich glaube, das haben auch einige geschrieben, dass das Projekt wirklich dem Hype gerecht geworden ist. Was mich sehr freut, dass ich euch nicht enttäuscht habe. Zelda wird bestimmt auch ein Spiel, was toll ist. Was nicht die Zuschauermassen anlockt, aber es wird toll. Und für alle, die jetzt sagen, Zelda und Mario und Luigi, immer so Story-Let's Plays. Auch Mario und Luigi wird bald ein Ende haben. Und dann werde ich mal gucken, was wir da noch haben. Da habe ich mir noch gar nicht überlegt, was wir dann starten. Ne? Aber ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Dass ihr mich durch dieses lange Abenteuer begleitet habt. Und es ist immer wieder was Schönes, ein Pokémon-Spiel zu beenden. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Hübi. Haut rein.